Plakate wie dieses hier. Und wenn Sie sich das einmal genauer anschauen, für welche Partei wirbt das Plakat wohl? Die Farbe, das Wort Alternative, ziemlich klar, oder? Die AfD. Interessant daran ist, die AfD bestreitet hartnäckig, etwas mit diesen Plakaten zu tun zu haben. Gleiches gilt für diese Zeitung, den Deutschlandkurier. Auch er wird aktuell überall in Bayern verteilt, der Inhalt mindestens AfD-nah. Doch auch hier sagt die Partei, nein, das hat mit uns nichts zu tun. Recherchen von Pia Dangelmeier, Astrid Halder und Thomas Kiesling lassen allerdings Zweifel aufkommen an dieser Sprachregelung der AfD. Es steht der Verdacht der illegalen Parteienfinanzierung im Raum. An verschiedenen Tankstellen im Bayerischen Wald legt jemand gratis Exemplare des Deutschlandkuriers aus. Eine Zeitung, die die Wahl der AfD empfiehlt. Auch Verena Krauser hatte ungefragt immer wieder solche Ausgaben im Regal liegen. Meiner Meinung nach ist es eine Hetzzeitung. Ich habe sie weggeschmissen, am nächsten Tag lagen sie wieder da. Wer verteilt diese Zeitungen? Zum Beispiel Ralf Stadler, Landtagskandidat der AfD. Auf Facebook schreibt er am 18. September. Gestern habe ich noch den Deutschlandkurier in Freyung, Waldkirchen und Außernbrünst an den Tankstellen ausgelegt. Doch die Zeitung wird nicht von der AfD herausgegeben. Chefredakteur ist David Bendels. Er ist Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten. Am Telefon erklärt er, dass er bis zur bayerischen Landtagswahl 1 Million Exemplare gratis verteilen lassen möchte. Wer diese Aktion finanziert, darüber gibt er keine Auskunft. Ein Interview bekommen wir nicht. Annette Sawatzki von Lobby Control beobachtet diese Wahlkampfhilfe des Vereins schon seit langem. Sie schätzt die bisherige Unterstützung auf 13 Millionen Euro. Problematisch ist daran, dass wahrscheinlich Vorschriften zur Annahme von Parteispenden umgangen werden. Wenn eine Partei Wahlkampfmaterial erstellen lässt, muss sie das selber bezahlen, aus eigenen Mitteln. Und wenn sie solches Material kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, also geschenkt bekommt, gespendet bekommt, wie in diesem Fall anscheinend, dann muss sie das entsprechend verbuchen als Spende mit dem geldwerten Vorteil. Wir konfrontieren den bayerischen AfD-Landesvorsitzenden Martin Sichert mit dem Vorwurf. Es ist keine illegale Wahlkampffinanzierung, weil wir mit dieser Gruppierung, also diesem Verein, keine offiziellen Schnittmengen, keine offizielle Zusammenarbeit irgendwo haben. Wirklich? Vergangenen Sonntag treffen wir im Bayerischen Wald bei einer Wahlkampfveranstaltung mit Alice Weidel Ralf Stadler, der den Deutschlandkurier verteilt hat. Wir wollen Näheres zu dieser Aktion wissen. Und von wem haben Sie die bekommen? Vom Bezirk, vom Bezirksbüro. Aber wo die jetzt genau herkommen sind, weiß ich jetzt nicht genau. Die haben gesagt, die haben wir bekommen für zum Austeilen. Das war eigentlich alles. Wie viel haben Sie dafür bezahlt? Wie viel haben Sie dafür bezahlt? Wenn ich vom Bezirk Werbematerial bekomme, dann brauche ich eigentlich nichts bezahlen. Bei seinem Bezirksverband heißt es auf unsere Anfrage, man habe den Deutschlandkurier nicht erhalten. Doch die Verteilaktion von Ralf Stadler ist kein Einzelfall, wie ein Interview des ARD-Magazins Panorama zeigt. Der AfD-Kreisverbandschef von Rosenheim, Andreas Winhardt, muss dabei einräumen, dass bei ihm der Deutschlandkurier verteilt wurde. Ja, wir haben das mal genutzt, das ist richtig. Wie viele Exemplare haben Sie bestellt in den letzten Monaten bei Herrn Bendels? Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Also wir haben mal ein paar Mal so Muster bekommen. Ne? Ein paar Muster also. In den Mails von Andreas Winhardt klingt das etwas anders. Hallo, Herr Bendels. Wir würden gerne zukünftig statt 500 dann 1500 kostenlose Exemplare des Deutschlandkurier bestellen. Diese werden von unseren Ehrenamtlichen im Stadtgebiet Rosenheim verteilt. Na ja, gut, wir haben das Angebot genutzt, dass wir hier mal ein paar kostenlose Exemplare mitnehmen. Ja. Wir zahlen, ja, 1500 ist ja schon also eine Menge. Wir bezahlen nichts dafür und wie gesagt, die 1500 sind keine Menge, die wir als groß erachten. Doch wie Recherchen von BR und Fränkischem Tag zeigen, war das nicht nur in Rosenheim und dem Bayerischen Wald so. Auch an anderen Orten nutzen AfD-Mitglieder offenbar den Deutschlandkurier zur Wahlwerbung. Das belegen Auszüge aus der geschlossenen AfD-Bayern-Mitgliedergruppe auf Facebook, die uns vorliegen. Im Juli weist ein Mitglied darauf hin, dass man bei David Bendels Gratis-Exemplare beziehen kann. Darauf eine AfD-Kandidatin aus Unterfranken.
Bei uns im Kreisverband werden wöchentlich 2500 Exemplare zusammen mit Programmflyern oder Veranstaltungsflyern verteilt. Ein AfD-Kandidat aus München darauf: Das Schöne ist, dass so eine Zeitung neutraler rüberkommt als unsere blauen Zettel. Bei denen machen manche vielleicht schon dicht, sobald sie unten unser Logo sehen. Die Zeitung wird von manchen vielleicht eher gelesen und die Wirkung geht in die gleiche Richtung. Der Deutschlandkurier wird offen als Mittel im Wahlkampf diskutiert. In einer Facebook-Gruppe, in der auch der bayerische AfD-Vorsitzende Mitglied ist. Grundsätzlich weiß ich, dass es dort keine Zusammenarbeit gab. Wenn, gab es gegebenenfalls das Angebot, zu sagen, wir bieten euch jetzt an, irgendwelche Zeitungen kostenlos zu verteilen, das dann von manch einem vielleicht angenommen worden ist. Es gab direkte Bestellungen, das können wir ja bislang auch schon sagen, das wissen wir ja. Okay. In Bezug auf diese Zusammenarbeit dort weiß ich, wie gesagt, wir als AfD haben immer eigenständig unsere Wahlkämpfe bestritten, wir haben eigenständig unsere Wahlkämpfe organisiert. Ralf Stadler verteilt den Deutschlandkurier jetzt zumindest nicht mehr. Seit einiger Zeit untersucht die Bundestagsverwaltung, ob diese Aktionen von der AfD als Zuwendung verbucht werden müssten. Die Untersuchung ist aber noch nicht abgeschlossen. Wenn diese Verbindungen belegt werden, wenn die Bundestagsverwaltung oder gegebenenfalls eine Staatsanwaltschaft durchgehend belegt, dann kommen auf die AfD sehr hohe Strafzahlungen zu, weil es sich dann um illegale Strohmannspenden handelt. Unsere Recherchen bringen Martin Sichert in Verlegenheit. Also, so wie Sie mir das schildern, wie gesagt, werden wir da eine ganze Menge Sachen haben, wo wir nachfassen müssen und sagen müssen, ganz klar, das ist alles, muss im Rechenschaftsbericht dann entsprechend aufgeführt werden. Doch gerade jetzt unterstützt David Bendels die AfD nicht nur mit dem Deutschlandkurier, sondern er leistet auch per Plakataktion Wahlkampfhilfe. Auch hier ist unklar, wer das bezahlt.